Hallo liebe Freunde des Kochens, heute bereiten wir was Leichtes, sehr Leckeres und Einfaches vor, auf meine Art. Wir machen Beshbarmak, ohne irgendwelche komplizierten Sachen. Ohne Aufwand, kein Schatz. Ohne Aufwand. Geht sehr schnell, einfach, leicht und mit geringem Aufwand. So, was benötigen wir dazu? Ich habe hier mal Bandscheibe, man kann Rindfleisch nehmen, einfach nach Geschmack, was ihr habt. Der soll einfach ein bisschen mit den Knochen sein und etwas durchwachsen. Dann benötigen wir Karotten für die Brühe, eine Zwiebel für die Brühe und das brauchen wir auch noch. Dann Salz, Pfeffer, Essig benötigen wir für extra. Mit den Nudeln mache ich mir keinen Stress. Ich nehme einfach fertigen Teig. Man braucht diesen Aufwand nicht, man, das schmeckt genauso lecker. So, wie immer, genau Mengenangabe findet ihr bei mir unten in der Infobox. Möchtest du nicht erzählen, wie du dazu gekommen bist, den Rezept zu zeigen, wie man das schnell zubereitet? Mach ich gleich. Die Karotten kommen rein. Ah, da ist schon Wasser drin, gell? Genau, da ist das noch Wasser drin. Das hast du vergessen uns zu sagen. Ja, natürlich, das muss ja gekocht werden. Dann die Zwiebeln und das Fleisch legen wir auch gleich rein. Wie ich dazu gekommen bin, ich hatte einen Auftrag gehabt beim Kochen. Fleisch sollte man vorher richtig sauber machen. Beim Kochen haben sich ein paar Leute, oder das war ja schon mehrfach, die haben gesagt, sie wollen sich Beshbarmak, aber für die ist es einfach viel zu aufwendig. Man dauert, das Fleisch wird viel zu lange gekocht. Man muss sich mit dem Teig quälen, man muss ausrollen, trocknen lassen. Leute, das braucht man nicht mehr. Wirklich, das braucht man gar nicht mehr. Man kann das machen, wenn man will, gell, Schatz? Genau, wenn man Zeit hat, kann man das machen. Ansonsten sage ich, Leute, braucht ihr nicht machen. Der Aufwand ist. Ich nehme hier den afghanischen Zuhause, kann man einfach den normalen Schnellkochtopf nehmen. Das Ding läuft ziemlich 45 Minuten, das Fleisch ist durch, das fällt vom Knochen. In dieser Zeit können die Frauen putzen, sich ausruhen, Kaffee trinken, genau. Wäsche waschen. Und du nimmst einen fertigen Teig, nimmst Nudeln, wo Nudeln sind. Fertig. Nudelteig, gell, Schatz? Ohne Nudeln brauchst du gar nicht. Oder? Ja, Schatz. Genau, Mira schläft, müssen wir ein bisschen leise sein. Das stimmt, Schatz. Also, da kommt noch Pfeffer rein. Und das heißt, einfach den Aufwand zu machen. Welche Nudeln hast du diesmal genommen? Ich habe normale genommen, das ist ein Eiernudel. Das ist auch sehr wichtig, das soll ja aus Eiern bestehen. Warum ist das diese Größe? Weil, schaut, in Kasachstan von einer Grenze nehmen sie solche Blätter und auf der anderen Seite von Kasachstan nehmen sie schon so dünne Streifen. Das heißt, jeder soll sich so portionieren, wie er möchte. Man kann Bandnudeln nehmen, man kann Lasagneblätter nehmen. Ihr lacht darüber, ist tatsächlich so. Es sind geile Dinge, wenn man so groß isst. Schatz. So, Salz, Pfeffer drin. Und jetzt? Ah, jetzt schließen wir das, bereiten wir vor zu den Nudeln. Erkläre ich euch gleich. Okay. Und jetzt? Und jetzt bereiten wir einfach die Nudeln vor, damit es einfach nur schneller geht. Die Kasachen, das ist ja ein kasachisches Gericht und nennt sich fünf Finger. Besh, fünf, paar Mark, das heißt mit fünf Finger. Ich koche jetzt einfach nur die Nudeln ab in normalem Wasser. Wie hast du dir gesagt, dass das kasachisches Essen ist? Meine Frau. Das stimmt gar nicht. Jetzt kommt der Kirgise raus. Ja, genau. Nein, das ist wieder so eine Sache, wo man sich wirklich darüber streiten kann, wessen Gericht das ist. So Leute, schreibt mal in den Kommentaren, was denkt ihr, wessen Gericht ist das? Ganz genau. Weiter, was machen wir, Schatz, in dieser Zeit? Wir bereiten unsere Nudeln vor, machen wir gleich kurz auf und portionieren sie. Nein, wir machen erstmal den Kasan an. Und stellen Wasser zum Aufwärmen, damit es schneller geht. Ja, ich habe mich noch gewundert, dachte ich mir, habe ich was verpasst diesen Moment, aber doch nicht. Okay, wir sehen uns gleich, Leute. Yep. Was machen wir jetzt, Schatz? Jetzt gucken wir. Jetzt starten wir die 45 Minuten. Ah, warte, sobald der Druck aufgebaut hat, starten wir die 45 Minuten. Gleichzeitig haben wir jetzt Wasser aufgestellt. Für die Nudeln. Auch zu Hause 45 Minuten mit genau Schnellkochtopf so, schon, oder? Genau so, wird genauso schnell fertig. Okay. Dann Wasser für Nudeln. Salzen noch nicht vergessen. Bisschen reichlich, das reicht. Und wir bereiten mal die Zwiebel vor, für später.
Also wir schnippen sie einfach in Halbringe. Wie war das? Zwiebeln können nie genug sein. Ja, Zwiebeln können nie genug sein. Je mehr, desto besser. Schatz, ich bin sicher, man wird sich fragen, warum du in zwei Schalen machst. Weil ich aus Kasachstan komme und meine Schwiegermutter aus Kirgisistan kommt. Aha, und dann? Was bedeutet das? Die Kirgisen haben großen Zwiebeln und die Kasachen dünne. Nein, ich tue meine Zwiebeln, mariniere ich sie mit Essig, Pfeffer und Brühe. Mhm. Meine Schwiegermutter mag den Essig nicht und da sagt, in Besparma kommt kein Essig. Aha. Und deswegen mache ich für sie immer was extra. Ich weiß, dass du jetzt ein bisschen vor Kasachisch bist mehr. Ja, weil ich Essig mag. Genau. Deswegen das ist eher Deutsch. Genau. Die Kinder haben wir ja auch ja richtig erzogen. Deswegen muss man für die Schwiegermama immer was Separates machen. Oh, was für ein lieber Schwiegersohn. Unglaublich. Das klang so sarkastisch. Aber ich meinte das nicht sarkastisch. Schatz, was brauchst du? Hände sauber. Gleich. Schatz, wir gehen Hände waschen. Ist das okay? Ja, mach das. Okay. Bleib da, nein, bleib da. Mach mal von der Seite, Sonja. Mach mal von der Seite. Jetzt noch mal ein bisschen Pfeffer rein. So, ja, genau. Aber in die Richtung mach mal, besser so. Pfeffer rein. Ja, mach's richtig. Boah, so soll auch ein bisschen helfen. So. So Pfeffer rein, damit es richtig schön ist. Du hast mir Papa so harte Füße. Und so Papa macht ihr. Dann tun wir was für die Oma, ja? Oma ja, Sina? Ja, habt ihr auch zu Hause Pfeffer? Ja. Cool. Und Salz. Und Salz. Und Salz, cool. Jetzt und wieder nochmal Salz. Und wieder Salz. Jetzt machen wir für die Oma Sina, ja? Machen wir für die Oma Sina. Genau. Und hier machen wir ein bisschen rein. Dann mach mal Salz, mach mal rein, oder nein? Ja. Nein, Salz brauchen wir nicht. Aber wir brauchen etwas Essig. Tu mal was Essig rein. Essig? Essig, aber warte. Ihr braucht Löffel. Mach mal ein bisschen, aufs Auge. Aufs Auge. Ja, das reicht. Sonst wird es Essig rein. Wollen wir mischen? Brauchst du Handschuhe? Ja. Mama, Handschuhe und Handschuhe? Nein, für dich Handschuhe, hier. Hast du eine Handschuhe? Anziehen. So welche auch? Ja, der hat für dich welche gekauft, ja Schatz. Extra, nur für dich. Ey, ich habe keine Finger. Du hast keine Finger. Ey. Kleine Finger. Opa macht gleich. Die Handschuhe sind ja... So. Kleine, hier. Dann machen wir so. Mischen. Wie Matschepampe. Genau, und Opa macht die große, ja? So. Ich brauche hier ein bisschen mehr Pfeffer. Stimmt. Ist mir zu wenig. Mmh. Ah, riecht das lecker. Riecht Sonja, wie riecht das? Das riecht ihr nicht. Gefühlt das nicht. Nein, gut. Mir ist so eklig. So eklig? So scharf, glaube ich mal, Sonja. Ich glaube, das ist scharf, das ist nicht eklig. Das ist scharf eher. Ich glaube, deine Schwester ist schwach geworden, Sonja. Keine so, Zeit. Und das Ganze lassen wir jetzt gut stehen, ich bis unsere Brühe. Nicht. Ja, das passt. Super. Dankeschön, mein Schatz. Danke für deine Hilfe. Und das lassen wir gut stehen, bis unsere Brühe fertig ist. Okay, Schatz, leg los. Wie schneiden wir? So wie du das für richtig hältst. Und wie halte ich es für richtig? Weil ich will dann beim Essen mir nichts anhören. Dann frag lieber deine Schwiegermama. Von mir hörst du niemals was. Ich bin so brav. Ich mache solche große Stücke. Okay. Also das heißt in die Hälfte und dann wie viel machst du? Man schneidet und die müssen auch nicht gerade sein, gleich groß. Gell? Genau. Die sehen zwar auf der Kamera viel größer aus, als die sind. Weißt du das? Schneidet so, wie ihr es mögt einfach. Oder wie ihr es von zu Hause kennt. Wie das euch lieber ist. Genau. So, nachdem wir die Nudeln zugeschnitten haben, alle gleichmäßig, hat meine Frau endlich gesagt, wie es sein sollte. Fangen wir sie an zu kochen. Und du machst was? Nicht alle gleich rein, hast du gesagt. Genau, nicht alle gleich rein, weil
Die Gäste kommen uns bei uns. Okay, Schatz, gleich warte. Ein bisschen versetzt. Deswegen machen wir erstmal mal einen Teil für die eine, die schon da sind. Und danach machen wir noch was für die anderen. Opa! Opa! Opa, guck mal, was für Zauberstab. Wow, was für ein riesen Einhorn-Zauberstab hast du. Wow! Einhorn, cool. Und wir kochen den Teig einfach nach der Gebrauchsanweisung. Der hier benötigt ungefähr 8 bis 10 Minuten, je nachdem, wie fest ihr den haben wollt. Wie al dente heißt das. Oder wie al dente ihr haben wollt, ja genau. Was muss man nicht vergessen, Schatz? Umzurühren, damit sie nicht verkleben. Jetzt warte, ich muss noch Gabel holen oder Löffel. Gleich. Zum Entlüften. Gleich, Schatz. Bitte so nicht machen, Leute, okay? Genau, aus Sicherheitsgründen sollte man das nicht machen. Ja, sehr gut. Nachdem das zubereitet ist, holen wir das Ganze raus. So, nachdem der ganze Druck abgelassen ist, machen wir die komplett auf. Sehr wichtig, den Druck richtig abzulassen. Jetzt machen wir auf. Und aufpassen, das ist sehr warm. Also, was machen wir als erstes? Wir holen. Dürfen wir gucken? Ja, natürlich hier. Wow. Das Ding ist komplett zerkocht. Richtig zerkocht. Ja, genau das ist es. Fehlt immer noch ein bisschen. So, jetzt holen wir das Fleisch raus. Oder versuchen wir mal rauszuholen. Leute, das sind 45 Minuten bloß. Und das Ding ist komplett durch. Schaut, Knochen weg, Fleisch zart. Muss man schneiden? Nein, gar nichts. Guckt, das Ding ist fertig, Fleisch ist fertig. Wichtig, was machen wir mit der Zwiebel? Jetzt kommt die ganze heiße Brühe hier drauf. Oben drüber. Damit die Zwiebel weicher und zarter werden. Schaut, Knochenmark komplett durch. Jetzt? Lass mal das kurz ein bisschen einweichen, 1-2 Minuten, damit die Zwiebeln glasig werden und durch. Wer mag, kann sie auch bissfest reintun. Was machen wir jetzt? Die Zwiebeln oben drüber. So. Natürlich die Brühe mit Essig ist wichtig. So drauf. Das ganze Fleisch hier oben drüber. Voilà, das Essen ist fertig. Räumen wir kurz hier mal sauber. Mit was möchtest du das essen? Ich zeige euch gleich, wie man das eigentlich richtig isst. Man nimmt die Nudel oder den Teig, die Zwiebel und ein Stück Fleisch in die Hand, rollt es ein. Mit allen 5 Bischbarmak. Mit allen 5 Fingern. Barmaken. Und genießt das Essen. Mit restlicher Brühe kann man was machen? Mit der restlichen Brühe, wir trinken, das nennt sich Schorpa. Und wir trinken dazu, damit es nicht zu trocken wird. Schorpo, glaube ich mal. Schorpo. Wieder Kasachen, Kirgisen, ein Land, zack. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, vergiss nicht zu abonnieren, falls ihr kein Abonnenten seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt's. Wer schnellstmöglich beantworten, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, lasst euch schmecken und spart euch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.